Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute geht es um den Malibu Charming 600 dB und Malibu ist sozusagen wieder in Folge Van des Jahres geworden und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. So, schauen wir uns doch mal das Cockpit an. Das ist natürlich das bekannte Fiat Cockpit. Wir haben hier ein manuelles Schaltgetriebe und auch eine manuelle Klimaanlage. Gibt es aber auch als Automatikgetriebe und mit einer automatischen Klimaanlage ist das auch möglich. Was wir hier vorne haben, ist kein Skyroof in diesem Fahrzeug, aber es gibt es auch mit Skyroof, sodass wir ein bisschen mehr Lichtdurchflutung haben. Ja, der erste Eindruck ist auf jeden Fall sehr gut. Also schönes Design, hochwertige Verarbeitung. Wir haben Schränke über der Dinette, also Schubladen, beziehungsweise so eine Klappschubladen. Große Fächer. Wir haben, die kriegen wir ganz mit Ton sozusagen. Das Licht ist da drüber. Der Tisch ist ausklappbar. Also Hebel gezogen und dann zu einer Seite rum. Dann, hier in dem Fall sind es ein bisschen Ledersitze. Wir haben hier unten noch Staufächer. Beidseitig öffnebar. Und dann haben wir ein großes Staufach, wo wir viele Schuhe und so weiter, also Klamotten müssen ja eh immer mit. Dann schauen wir mal in die Dinette, in die Küche. Hier drüber haben wir ein Staufach. Die altbekannte, gut bewährte Schaltung. Das Ganze ist schön abschließbar mit einer Plexiglas-Verdeckung. Wir haben zwei Flammen mit Piezozündung, ein großes Waschbecken, was gleichzeitig hier wieder mit dem Brett verbunden ist. Wir können auch hier die andere Seite des Waschbeckens reinbauen, als nochmal Ansatz zur Verlängerung von irgendwelchen Sachen, die man irgendwo aufstellen will. Dann haben wir an der Seite eine tolle Verlängerung, gut, auch aus Stahl, also schön stabil. Hier vorne Trittstufe und Schalter für das Fahrzeug, Licht. Dann haben wir ganz unten einen Mülleimer. Schauen wir mal ins Bad rein. Also hier ist es optional auch mit einem Fernseher erhältlich. Das Bad geht mit einer Schiebetür zur Seite auf. Doch ruhig ordentlich Platz drinne. Tolles Waschbecken. Also stell mich jetzt einfach mal rein. Und ich würde sagen, also genug Platz nach oben habe ich auf jeden Fall. Und ich glaube der Marcel auch. Das können wir gleich nochmal testen. Ja, also wenn jetzt hier nicht gerade die Leuchten wären, die sind ja normal nicht, müsste ich trotzdem wieder im Dach duschen. Aber ich glaube, das würde hier wunderbar funktionieren. Dadurch, dass wirklich die Toilette weg ist, hat man hier genug Platz. Schwenktoilette. Das Ganze ist dann wieder ausklappbar zur Seite. Ziehbar sozusagen. Genau, so geht das Ganze. Und wegklappbar zur anderen Seite. Gut ist, wir haben hier eine Mischbatterie für das Waschbecken. Als auch hier unten eine Mischbatterie für den Wasserhahn selber. Also das heißt die Dusche. Das Ganze ist hier mit dem Klappsystem. Hier oben wird das arretiert. An dieser Seite ist das genauso. Es wird hier mit den Laschen arretiert. Und dann ist das fest. In die andere Richtung natürlich gesehen. So. Also gut gelöst mit Ladungssicherung. Ja, zum Bett, beziehungsweise zum Kühlschrank kommen wir ja noch. Der Kühlschrank, das ist ein Kompressorkühlschrank, stammt von der Firma Dometix, mit einem schönen großen Eisfach und auch Schubladen oder beziehungsweise noch Ablage für Obst. Dann haben wir unten einen tollen Kleiderschrank mit einer Kleiderbügelhaken.
Zur Seite haben wir hier noch ein Schubfach, was sich dann hier nochmal ausklappt. Also da muss man dann halt gucken. Ach Quatsch, das ist die Trittstufe, sehe ich gerade. Das ist ja sehr gut gelöst. Das heißt, dann drauf treten und schon bist du ab im Bett. Das Bett, einen Vorteil haben wir, hier steht es nämlich drauf. Es ist 1,93 in der Breite, also es ist ein Breitbett, und also ein Querbett, und 1,58 in der... Also, na Marcel, wie sieht's aus? Naja, ich kann auf jeden Fall beim Schlafen direkt rausgucken. Also das funktioniert hier. Das ist schon mal gut. Also ich müsste ein bisschen schräg liegen, wobei das müsste vom Bett her... Doch, das geht. Also das Querbett funktioniert tatsächlich auch mit 1,88. Hätte ich nicht gedacht. Dann haben wir hier Fächer. Fächer zur hinteren Seite. Und Fächer auch zur linken Seite. Die Ecken werden auch ausgenutzt. Mit einem schönen Fach. Wir haben hier nochmal eine Ablagemöglichkeit. Und was ich auch gut finde, ist, jede Lampe ist mit einem Schalter versehen. Also man kann sie einzeln schalten. Ich glaube, dieser Tipp kam von Iris und Uwes Womo-Welt. Also Iris und Uwe, die haben das bei sich selbst nachgerüstet und irgendwann gab es das schon ab Werk. Dieses Fahrzeug hat die zwei Bullaugen. Ist halt Geschmackssache, ob man gerne ein ganzes Fenster haben möchte oder lieber zwei. Ja. Ansonsten schauen wir nochmal hinten ins Fahrzeug rein. Also wir haben hier die Möglichkeit, komplett durchzuladen. Es gibt das dann auch mit einem Brett hier vor. Dann kann man nicht mehr komplett durchladen, aber es ist dann rausnehmbar. Aber dann ist die Garage ein bisschen getrennt. Oh, wir haben natürlich auch noch die Heckgarage. Das Ganze hast du hier einen klappbaren Boden. Den kann man hier reinsetzen oder halt auch rauslassen, je nachdem, ob man das halt braucht. Das Ganze sind hier nochmal kleine Lüftungsgitter eingesetzt, wahrscheinlich um auch die Luftzirkulation besser zu gestalten. An der Seite ist noch eine Serviceklappe, da würde ich jetzt allerdings so nicht rankommen, also ich müsste halt erst diesen Boden halt dann rausnehmen. Eine Kofferraumleuchte an der rechten Seite. Tja, und was ich auch wieder gut finde in diesem Fahrzeug, gut durchdacht, man kommt an das Gas von hinten ran. Hier auch bei Malibu haben wir wieder die Anschlüsse, Strom, Heizung geht zu der Seite und auch die Kassettentoilette. Und zur anderen Seite haben wir dann hier oben den Wasseranschluss. Fazit zu diesem Fahrzeug, also ich persönlich finde es sehr gut. Es überzeugt mich von der Qualität, von der Verarbeitung, alle Materialien lassen sich toll anfassen. Es ist auch robust, also Schubladen, die sind nicht so am Wackeln. Ja, also das geht schon. Klar, man muss ja immer auf das Gewicht achten, deswegen sind die immer ein bisschen weniger robust, sage ich mal. Unten haben wir auch noch eine, die habe ich vorhin nämlich gar nicht gezeigt, also für Töpfe und so weiter. Es ist an sich ein schönes Fahrzeug. Was mir auch gut gefällt, ist die Ambientebeleuchtung. Also überall haben wir die LED-Leisten und so weiter. Das hat schon was. Und von den Materialien sind hier auf hochwertige Dinge auf jeden Fall hat man Wert gelegt.